Hallo und willkommen zum Power BI Update. Der Mai 2024, da gab es unter anderem die MS Build, zahlreiche Ankündigungen, sehr großes Update. Hat auch etwas länger gedauert, bis ich das alles angesehen habe. Und ja, Power BI und Fabric fließen immer mehr zusammen. Und deswegen werde ich auch die Fabric Updates ab jetzt regelmäßig erwähnen, wenn auch nicht in der Tiefe, da dort teilweise die Umsetzbarkeit doch etwas länger dauert. Ja, aber steigen wir doch mal ein mit einem ganz bodenständigen Update. Hier die Matrix, hier ganz normal, das kennt ihr nur zu gut. Es gibt jetzt dort Verbesserungen. Also auch die Core Visuals werden weiter gepflegt und verbessert. Unter anderem gibt es jetzt hier leere Zeilen. Klingt soweit so unspektakulär, aber oft gewünscht tatsächlich, gerade so bei Finanzberichten. Ich kann die auch separat einfärben und ich habe da auch schon Workarounds mit leeren Measures und so weiter gemacht. Von daher weiß ich, dass das auf jeden Fall Leute interessiert. Dann gibt es auch im Bereich vom Raster noch einige Neuerungen. Und zwar haben wir hier bei Layout- und Stileinstellungen die Möglichkeit, hier neben dem kompakten Layout gab es schon immer auch dieses Gliederungslayout. Das ist nicht neu. Ich kann hier auch die Summen ausmachen. Aber ich könnte hier jetzt Zeilenüberschriften auffüllen, für die, die so ein bisschen mehr Excel-orientiert arbeiten wollen. Und ich kann zusätzlich hier auch noch das tabellarische Layout nehmen und ebenfalls auffüllen. Und ja, das sieht hier etwas wild aus. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel die dritte Ebene einblenden. Dann stören die Summen nicht. Und wir haben jetzt in jeder Zeile die Einträge, so war es vorher. Und das war jetzt nicht selten gewünscht, aus meinen Erfahrungen heraus, dass wir dort alles sehen, ähnlich wie in Excel. Und ja, Workarounds mit eigentlichen Attribut als Measure irgendwie durchschleusen, kenne ich auch nur zu gut. Von daher, ja, sehr bodenständig, wirkt unspektakulär, wird aber, glaube ich, viel bewegen, dieses Update. Ja, deswegen, ja, die Matrix wird auch immer weiter verbessert und entwickelt. Dann gibt es aber auch im Bereich von Linien auch ganz normale, ja, auch wieder recht bodenständige Updates. Ich könnte jetzt hier, nehme ich mal eine zweite Linie, ich weiß, sieht wild aus, würde wir normalerweise so nicht machen. Aber ich kann jetzt hier in den Einstellungen zum Beispiel eine Linie auch mal selektiv nicht anzeigen. Wofür wäre das gut? Ja, vielleicht um irgendwie die Datenbeschriftung, die könnte ich ja noch spezieller formatieren hier. Da könnte ich jetzt hier auch die, ja, zum Beispiel irgendwie die Farbe noch ganz wild machen. Ich könnte dort Hintergründe dazu packen. Ich könnte da Details reintun und so weiter und hätte dann so ein Label, was dann völlig unabhängig ist vom Rest. Ja, eher so ein exotischer Use Case, aber warum auch nicht? Zumindest Linien einzeln auszublenden ist jetzt gar nicht so wenig gewünscht worden. Und dann gibt es aber auch noch bei den Linienarten die Möglichkeiten. Genau, ich zeige die mal vielleicht doch wieder an. Und da haben wir jetzt auch Benutzer definiert. Und das ist die Möglichkeit, hier so ganz wilde, interessante Linien zu bauen. Da müsste man sich selber so ein bisschen ausprobieren, was interessant ist. Also zahlreiche Einstellungen, wie so eine benutzerdefinierte Linie aussieht. Ich habe jetzt auch nicht alle ausprobiert, aber es ist durchaus spannend, damit rumzuspielen und vielleicht für manche ganz exotischen Themen das auch mal so zu verwenden. Ja, auch in Core Visuals tut sich eben viel. Dann gibt es jetzt in diesem Monat einiges, was General Available geworden ist und schon vorher da war, zum Beispiel das Power Automate Visual. Da habe ich sogar vergessen, dass das irgendwie Vorschau war. Für mich war es irgendwie schon ganz lange da. Aber ja, es ist jetzt General Available. Gab ja auch Beschwerden, dass das zu langsam alles geht mit dem General Available. Dann haben wir auch das moderne Tooltip hier, das ist jetzt auch Standard. Ist einfach standardmäßig eingestellt. Unter anderem hier der große Mehrwert des Drilldown direkt auf Plopper, die einzige Möglichkeit Drilldown ohne Rechtsklick zu nutzen. Was gibt es noch? General Available, der Model Explorer, also hier die Möglichkeit,
mit dem semantischen Modell, da seht ihr auch, ist noch sehr neu, unter anderem Berechnungsgruppen zu erstellen. Auch das ist jetzt general available. Berechnungsgruppen an sich waren es auch vorher, aber jetzt ist auch der Editor offiziell verfügbar. Außerdem haben wir hier noch eine bessere Ansicht der Beziehungsverwaltung. Ja, ist jetzt auch nutzbar, auch wenn ich doch lieber Drag and Drop nehme. Auch die automatische Erkennung für mich eine Funktion aus der Hölle. Aber die können wir jetzt hier auch direkt anwenden. Und der erkennt jetzt auch unabhängig vom Laden etwas, fügt hier eine neue Beziehung hinzu, die ich sofort wieder lösche, weil ich gerne die Kontrolle behalte. Aber ja, generell ist es doch viel nutzbarer geworden hier. Noch etwas, was general available ist, der DAX-Editor. Auch schon jetzt seit ein paar Monaten da. Und ja, es ist hier möglich, Abfragen auf Tabellen. Ich kann jetzt hier auch mal eine andere nehmen, zum Beispiel die Customer-Tabelle, einfach mal auflisten. Und das ist der schnellste Weg, Sachen nach Excel zu kopieren. Denn von hier funktioniert das Kopieren auch ganz wunderbar. Und ich habe da selten irgendwelche Formatfehler erlebt. Natürlich kopieren nach Excel sollten wir nicht machen, wissen wir alle. Ab und zu passiert es halt dann doch. Dann haben wir jetzt auch eine kleine, aber doch feine Verbesserung, direkt auch in Ordner zu veröffentlichen. Der Dialog ist insgesamt doch etwas anders und ja, ich kann hier einen Ordner anklicken und dahin meinen Bericht veröffentlichen. So, das war's auch mit Power BI Desktop für das Update und jetzt bin ich im Service, auch da hat sich einiges getan und eine Änderung, die sofort auffällt, sind hier die Aufgabenflüsse. Und zwar, wenn ich hier reinklicke, dann haben wir hier die Möglichkeit, Aufgabenflüsse, so auch vordefinierte Workflows hier auszuwählen. Natürlich auf den ersten Blick okay, ziemlich viel, ziemlich erschlagend. Ich nehme hier zum Beispiel allgemein, um zu zeigen, was das überhaupt ist. Und ja, es sind verschiedene Aufgabengebiete, die wir so haben. Mit Fabric ist das alles ja auch vielseitiger geworden. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, Daten abrufen, da könnte ich jetzt die Data Flows hier zuweisen, weil das für mich eben zum Daten abrufen gehört. Dann sind hier 6 Elemente drin und Daten speichern. Dann nehme ich jetzt hier die Datenbank, dann nehme ich das Lakehouse und das Warehouse nehme ich mal zur Analyse und so weiter. Und jetzt, wenn ich draufklicke, dann sehe ich, was alles dazugehört. Also vielleicht sind die Ordner in Workspaces dann doch gar nicht mehr so notwendig, weil wir das jetzt auch so strukturieren können. Nein, aber ich denke, Ordner haben auch ihre Daseinsberechtigung. Das Ganze nimmt hier auch hier recht viel Platz oben. Wir können es auch sortieren. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber aus meiner Sicht sehr viel Potenzial. Vor allem eben mit vordefinierten Abfolgen, um da Benutzer dran zu führen. Ja. Schöne, ja, und auch wahrscheinlich Änderung, die recht weittragend sein wird, wenn sich das so etabliert. Ja, und da bin ich jetzt auch schon bei den Fabric-Updates. Fabric-Updates, auch da so gibt es relativ bodenständige auch, wie zum Beispiel Aktualisierung vom semantischen Modell aus einer Pipeline heraus. Das ist hier eine neue Aktivität dazu gekommen hier. Und ich habe hier zum Beispiel schon was eingestellt. Also ihr müsst hier einmalig euch auch anmelden und durchklicken, wenn ihr die Verbindung neu anlegt. Und dann kann ich hier aber auch ein semantisches Modell auswählen. Ich habe mich hier für Coffee Model entschieden. Und dann werden nicht nur Data Flows getriggert von der Pipeline, sondern auch das Semantic Modell, also der gesamte Ablauf. Praktische kleine Änderung. Und dann gibt es im Warehouse etwas, was auch ja gut greifbar ist. Wir können hier für einen Zeitstempel, also ein Warehouse rückwirkend zu einem Datum betrachten. Wenn jetzt heute der 25. ist und ich möchte jetzt zum 20. Mai etwas anschauen, dann lasse ich den durchlaufen und der liefert mir den Zustand eben genau zu diesem Datum. Wichtig in der Tabelle als solche, da muss auch kein Zeitstempel enthalten sein. Es reicht einfach wirklich die Zeit anzugeben. Aber auch wichtig im Standard sind dann nur 7 Tage. Also wenn ich jetzt hier etwas länger zurückliegendes starte, dann sagt er mir, okay, Retention Period sind 7 Tage. Ältere Daten oder früher kann jetzt hier per Warehouse-Standardfunktion kann ich da nicht zurück.
da müsste ich dann wieder in die Delta-Logs und so weiter graben. Ja, und des Weiteren gibt es auch Ankündigungen und weitere Ankündigungen, die etwas weitreichender sind. Unter anderem, ja, mehr Objekte in Git. Das etabliert sich immer mehr im Power BI-Umfeld, zum Beispiel in Warehouses, Pipelines, Spark, aber auch die Direct Lake semantischen Modelle. Die sind jetzt auch versionierbar und das ist insofern sehr praktisch, weil die ja nur im Service existieren und da brauchen wir es wirklich mit Git, um die Kontrolle zu behalten, beziehungsweise brauchen es überall, aber dort ist es eigentlich alternativlos. Dann gibt es im Service noch ein paar weitere Sachen, die so ein bisschen als neu auffallen. Wenn ich jetzt hier bin, gibt es jetzt einen Echtzeit-Hub, der bündelt solche Sachen wie Custo und Streams. Ist jetzt groß angekündigt worden, gibt es einige Funktionen, unter anderem auch hier Events aus Fabric selber, also das Monitoring, was ich hier per Stream analysieren kann. Das ist alles eigene Deep Dives wert, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil es doch eine große Ankündigung war. Und dann gibt es noch weitere Themen, wie zum Beispiel GraphQL für Fabric. Da, ja, wer sich da jetzt nichts vorstellen kann, vielleicht nicht verwunderlich aus dem BI-Kontext, aber das ist im Grunde wie eine API, die wir auf Fabric-Tabellen bauen können, um zum Beispiel aus, ja, normalen Apps, aber auch einfach als gesicherten Endpunkt darauf zuzugreifen, so per API-Abfrage. Ja, für analytische Zwecke würde ich aber weiterhin natürlich die direkten datenbankartigen Zugriffe benutzen. Die sind da effizienter, aber für Transaktionen ist das schon eine sehr nette Sache. Generell ein großes Ding war diesen Monat die Ankündigung, eben wirklich auch andere Software auf der Fabric-Plattform zuzulassen, eben mit solchen Zugriffen. Workloads sollen selber entwickelt werden können. Ich bin gespannt, was sich da alles entwickelt im Bereich Writeback und Datenmanagement, aber auch Replikation von anderen Systemen. Das ist ganz viel. Schaut es euch gerne an im Blog. Und ja, last but not least gibt es jetzt auch einen Release-Plan, der eben alle Bestandteile beinhaltet. Auch Power BI wurde integriert. Ist ziemlich lang, wenn ihr euch alle Listen anguckt, aber es ist ja auch toll zu sehen, ja, wie sich unsere Lieblingsanwendung oder zumindest meine immer weiterentwickelt. In diesem Sinne, ja, wirklich ein spektakulärer Monat aus Power BI-Sicht und auch aus Fabric-Sicht. Ja, ich muss das erstmal alles noch ein bisschen weiter testen und euch an dieser Stelle viel Spaß mit Power BI und mit den Updates und bis zum nächsten Mal.